Schnibbel die Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern und dem Start der Bundesliga. Ja, heute geht's los und wir suchen ja immer noch den ein oder anderen Spieler, vor allen Dingen für das rechte Mittelfeld, eventuell auch linkes Mittelfeld, dann könnten wir rumrotieren. Ich denke, Baptiste wäre natürlich echt ein Spieler, wo ich sage, boah, bitte komm zu uns, weißt du. Und der verdient halt 80.000 künftige Ablöse. Der hat einen Marktwert von 8 Millionen künftige Ablöse. 15, ja. Mille, also den würde ich schon gern haben. Der ist ein Jahr jünger und ein Punkt besser. Baptistau. E ist auch gut, kann nur nicht so gut passen. Wir können uns ja mal hier angucken. Das ist einer der größten Stars seines Vereins. Ja, ich bin bereit, die ganzen 6 Millionen, die du wert bist, zu bezahlen. Wupp, wupp, wupp. Du bist das letzte Jahr da. Er ist schnell und dribblerisch stark. Wobei das Dribblerische der Geschwindigkeit überwiegt, weil wir haben im rechten und linken Mittelfeld eigentlich keine Geschwindigkeit platziert, ja. So. Bundesliga aufeinandertreffen. Direkt mal ein Spitzenspiel der harten Sorte, ja. Borussia Dortmund trifft im strömenden Nass. Ist ja natürlich hammergeil. Auf den 1. FC Kaiserslautern, die in Bestbesetzung antreten werden. Guten Nefkara, Paco Alcacer in Form, ja. Fahndrich auf der Bank als Offensivmittelfeldspieler Unterstützung. Weil Lukas immer noch verletzt ist, ja. Löwe auf der Bank, Kim Jong-won, der kann auch linke Verteidigung spielen, Innenverteidigung spielen, das geht alles. Das geht alles. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Also Ben Idia hat das erste Testspiel ja richtig stark gespielt, hat da, glaube ich, sogar den besseren Resus abgegeben. Gucken wir doch mal gegen Dortmund jetzt, zu Hause. Wäre natürlich richtig schön, da richtig stark spielen würden, ja. Wir springen rein in die Partie. Bundesliga ist wieder dran. Kaiserslautern trifft auf Borussia Dortmund. Ja, Tabelle gibt es noch keine. Im strömenden Nass. Ich hoffe heute mit einem guten Mitrovic. Bitte verdammt, mach irgendwas. In den Testspielen warst du unterirdisch. Übel unterirdisch. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich nach der Rückrunde so krass ins Negative entwickeln kann, der Junge. Jetzt gucken wir uns auch die Dortmunder Startelf an. Wir sind ein guter Verein. Haben gute Spieler, vor allem mit Juan Jesus etc. etc. Aber wir haben einen unglaublich unkonstanten Mitrovic im Team. Das ist gefährlich, so jemanden im Team die ganze Zeit zu haben. Das ist halt wirklich nicht schön. Ich finde das ja geil, wie FIFA immer denkt, irgendwelche Spieler, die am Arsch der Welt von irgendwo stehen, könnten diesen Ball übernehmen. Der ist dann nicht in der Nähe, nix. Klare Parade, Williams. Ist hier in die Verteidigung nicht im Spiel gewesen. Da ist Paco Alcacer. Der ist ein richtig, richtig guter Spieler. Da muss man richtig aufpassen auf den. Der ist deutlich gefährlicher, als das Mitrovic ist. Ach.
na klar. Diese Ballstaffetten. Boah, Gnabry, stell dich mir nochmal in den Weg. Die Partie ist anstrengend, weil wir schlampen. Richtig hart schlampen. Mitrovic, Nefkara. Ja, Paco Alcácer vom Laufweg her eigentlich richtig geil. Konnte ich nicht so gut umsetzen. Der Pass war nicht erste Sahne. Doofmund, ich meine Dortmund. Warum sage ich Doofmund? Dortmund spielt ganz stark momentan gegen uns. Vor allem in der Verteidigung lassen die uns halt nie an den Ball. Wenn unsere Verteidiger am Ball sind, nur durch dumme Fehlpässe kriegen wir überhaupt den Ball. Also wenn Mitrovic jemals passen könnte, wäre der ein deutlich besserer Spieler. Das kann er halt wirklich nicht. Der, der das kann, ist Paco Alcácer. Der macht das sogar richtig stark. Stellenweise. Mitrovic. Der kann das halt gar nicht, ne? Der kann halt wirklich nicht passen und kriegt hier auch überhaupt nichts gebacken momentan in der Partie. Ein ganz, ganz schwacher Mann hier und heute. Ich habe ja ganz doll gehofft, dass der in dieser Partie sich mal ein bisschen Mühe gibt. Satz mit X, das war wohl nix. Also ich denke, bemühen tut er sich schon, er spielt es halt nur nicht. Bin ich gerade komplett still gewesen, weil das war wieder so richtig, richtig blöd. So wie das. Da musste ich reingrätschen, weil der Pass von Gnabry eingebildet ohne Ende ist. Und eingebildet bringt uns nichts dafür. Wir kriegen übrigens noch gelb. Wahrscheinlich. Nicht für die Aktion, aber für irgendeine Aktion gab es hier noch gelb. Sonst hätte ich das wegdrücken können. Also Mitrovic ist schon auf jeden Fall schon mal ein Fall für die Auswechslung. In der Halbzeit. Er spielt das richtig, richtig schlecht bis hierhin. Nichts kriegt er gebacken. Der Pass an sich hätte ich direkt spielen müssen, vorher schon, bevor ich da nochmal rumdribbel. Weil läuferisch war das gut von Paco. Ist ja auch ein schneller Mann. Mit Ball, ohne Ball. Das kann er wirklich. Gut reagiert. Brauche ich auch gar nicht hinterherlaufen, war klar, dass man die nicht mehr bekommen kann. Paco Alcácer, bester Spieler für mich auf dem Platz. Ich finde ja so Spieler, die sich dann aus Prinzip nicht bewegen, weil keine Ahnung, weil sie doof sind, dann richtig geil. Die hätten locker den Ball bekommen können und dann bleiben die einfach da stehen. Die finde ich ja richtig klasse, die Männer. Kein Abseits! Paco Alcácer. Stark. Weil er spielt so unglaublich traurig in der Partie. Er kann nicht den Ball kontrollieren. Ohne Ende. Der ist hier im Schritttempo und kriegt das nicht hin. Das war glücklich, dass ich dann irgendwie den Ball noch zur Seite gedrückt bekommen habe. Weil gut gespielt. Sieht anders aus. No! Geh doch hin, Mitrovic! Faules Stück!
Das war richtig, richtig stark. Das war es wirklich. Das war wirklich richtig, richtig stark. Mito wird schön direkt geschossen. Ah, war blöd von mir. Halbzeit. Halbzeitpfiff. Gaia, geh ran. Ach ja, die Verteidigung, die dann unten nie aufpasst. Das war ein Riesenbolzen. Wenn der reingeht, Riesenfehler. Bockmist ohne Ende in der Verteidigung. Offensiv, wenigstens dann Bayern und Wolfsburg spielen momentan auch unentschieden. Mitrovic immerhin dann stärker geworden. Gnabry, Zähler, Lim unterirdisch. Das führt zum ersten Wechsel. Irgendwie Mitrovic aber hinterher in den letzten Minuten dann immer stärker werden. Gnabry immer schwächer geworden. Seid so eine lauffreudige Mannschaft, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll zu gucken. Natürlich ist da keiner. Danke, dass du dem hinterhergehst, nicht. Niafkara, lauf dem gefälligst hinterher, meine Fresse. Ignoriert die nicht immer alle. Ich find's zum Kotzen, dass ich immer nur einen Spieler den gut dann spielen darf. Und der Rest ignoriert halt den Verein dann komplett. Was will ich machen? Was will ich machen? Das war richtig Schrott gemacht von Paco vom Laufweg her und von Mitrovic. Beide ohne Laufweg. Hammer hat dazwischen gerät schon Martell. Stark. Wenn er da nicht zwischenkommt mit dem Fuß. Ja. Ist der Ball drin. Gnabry in der Partie nicht auffällig. Das ist so geil, da müsst ihr dann einfach nur stehen bleiben, weil der das nicht kann. Weil der das nicht kann, weil der den Ball nicht kontrollieren kann. Und weil er halt einer der langsamsten Spieler auf dem Platz ist. Boah, ich hasse das. Dem zuzugucken beim Fußball macht mich traurig. Aber wir haben ja leider keinen anderen. Ich habe ja keine Stürmer mitgenommen, weil ich so klug bin. Anstatt so einen Bart Finde mitzunehmen, jetzt muss ich mit den beiden weiterspielen. Gnabry ist jetzt raus. Der pennt nicht nur vor sich hin, der kann auch nicht. Gaia, Azuge. Immer noch Azuge. Aber nicht so gut der Pass halt, ne?
Danke, Williams. Richtig guter Keeper. Ich denke, Unentschieden ist inzwischen gerechtfertigt und wir werden auch nicht rüberkommen. Ich check das nicht. Wir spielen offensiv und da bewegt sich echt niemand. Ja, Paco Alcácer kann einfach nicht mehr. Da konnten wir Nagasawa einfach nicht aufhalten. Da zieht der mit hammergeilen Dribbling einfach eiskalt durch. Habe ich es nicht geschafft, den verteidigt zu bekommen. Hammer, was war das denn? Wie leicht er da durchgekommen ist bei uns. Das darf natürlich nicht sein. Jetzt müssen wir offensiv werden, richtig offensiv. Haben bis hierhin noch nicht so viel geleistet, leider. Aber wir wollen das erste Bundesligaspiel vor allen Dingen zu Hause nicht verlieren. Das war nicht gut von mir gemacht. Der Ball auf Fahndrich und Mitrovic. Kommt schon, Jungs! Ich will hier heute keinen Punktverlust haben, beziehungsweise keine Niederlage haben. Kriegen den Ball da nicht gut weggepasst. Aber Dortmund schlägt den auch nur noch raus. Nefkara, komm! Eine Idee, nur eine, irgendwas! Da wechseln sie aus. Komm schon! Wir brauchen den Ball. Einfach nur noch eine Klärungsaktion hier gewesen. Fahndrich. Bewegt sich auch so gut wie nichts. Da, hier, Azoge. Nein, Azoge, so knapp! Da haut der einen Gewaltkopfball raus. Unser Keeper steht auch schon vorne. Was für ein Spiel. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Das habt ihr auch daran gemerkt, wie leise ich geworden bin. Und dann aus noch ausgerechnet der dann momentan absolut keine Form hat. Ich bin sehr stolz auf Fahndrich, das so gemacht zu haben. Könnt ihr euch nicht vorstellen, aber ich habe gehofft, dass da wer losläuft. Ist leider nicht. Keine Chance mehr. Wir haben es nicht verdient gehabt. Es bewegt sich halt kein Spieler auf dem Feld bei uns. Es war nicht verdient. Es wäre nicht verdient gewesen, hier zu gewinnen. Paco Alcácer und Mitrovic zusammen aufzustellen, ist eine ganz beschissene Idee, meiner Meinung nach. Das wird so nicht mehr passieren, weil Mitrovic oder Paco dann total untergehen. Und meistens dann Mitrovic. Mitrovic passt nicht für so eine Aufstellung. Passt einfach nicht. Er hat dann einen deutlich besseren Spieler hinter sich, der technisch so unglaublich stark ist, dass er dagegen aussieht wie eine Gurke auf zwei Beinen. Er war schon richtig mies heute. Ich hoffe, er hat eine über 6 Wertung, damit er wenigstens ein bisschen Form bekommt. Am liebsten wäre mir eine 7er Wertung, aber die hat er nicht verdient. Dafür war er nicht auffällig. Er hat halt nur einen Pfostenschuss geschafft. Aus Glück. Aus Glück. Hier der. Das war dann wirklich mal technisch gut von ihm, aber dann hört es auch komplett auf. Wer richtig stark war, war Williams auf der Linie.
Der hat so viel Gutes gemacht. Und dann hier Mattel, richtig geile Grätsche. Shinji Kagawa, der lässt sie halt alle alt aussehen. Was machen die da? Wirken wie der letzte Idiot. Und dann natürlich Fahndrich. Wir hätten uns zwei, dreimal faulen lassen können, Elfmeter bekommen können. Ich wünschte, man könnte einfach sagen, ja, geh weg. Der muss hätte natürlich drin sein müssen. Der wäre auch drin gewesen. Also, er hätte das Tor gemacht. Die daraus entstehende Ecke. Knallt Fahndrich aber geschmacklos einfach rein. Erster Spieltag unentschieden. War nicht unser Spiel. Im offensiven Mittelfeld und im rechten Mittelfeld fehlt es halt gigantisch. Man sieht es hier ganz gut. Williams stärkster Mann. Verteidigung nicht vorhanden. Gaia, Mattel. Mattel vor allen Dingen. Richtig überzeugt hat er mich. Alcacer hatte 6,0. Hat er nicht verdient. So eine schlechte Wertung. In Anführungszeichen schlechte Wertung. Hat er nicht verdient. Bayern und Wolfsburg sind das Abendspiel. Ja, wird auf jeden Fall eine richtig schwere Saison. Haben hart gekämpft am ersten Spieltag. Und einfach nicht gut gespielt. Ja, weiß ich ja schon. Für Nahuel Leiva. Der geht nicht. Nope. Ihr wollt Nahuel Leiva haben, der geht aber nicht. Weil der ist ein guter Mann. Ja, irgendwie habe ich mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. So richtig mega stark waren wir jetzt leider nicht. Es fehlt halt immer noch ein Offensiv-Mittelfeldspieler oder ein rechter Mittelfeldspieler. Da haben wir halt auf beiden Positionen nicht gute Aufstellung. Also, da fehlt es halt wirklich. Schatzio, ja, ich überlege gerade so, der hätte nicht gehen dürfen. Aichi-Check. Gute Ballkontrolle. Bin gerade am überlegen. Aichi-Check zu holen. Spielt derzeit keine gute Saison. Ja. Nevin Aichi-Check. Natürlich ein interessanter Mann. Paco und Ding und ich will die natürlich beide viel spielen lassen, ne? Ihn hier, das interessiert natürlich auch. Wenn wir ihn bekommen könnten für wenig Geld, er ist halt ein Jahr älter, aber auch stark eigentlich, verhältnismäßig stark. €9,5 Millionen, das scheint eigentlich machbar zu sein. 9,5 Millionen für Patrick Roberts, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Patrick Roberts. Aber ist der das wert? Ist dann halt die Frage, ne? Ist der das wert? Ist Patrick Roberts so viel Geld wert? Wir wissen nicht mal, was der kann. Das ist so scheiße. Weil unsere Scouts so eine Pfeifen sind, sehen wir das leider nicht. Aber sagen wir 8,5, dann sind wir nicht komplett blank. Wäre natürlich was. Aber unser Scout ist halt wirklich nicht gut. Guck mal, für 6 Millionen würden wir den bekommen. Die beiden hatten wir ja schon. Für glatte 6 Millionen würden wir diesen Mann hier bekommen. Haha, für 20.000 weniger Gehalt kommt er doch niemals zu uns. Er ist zu wertvoll. Ha, guckt euch das an. Fulham sagt für 8,5 Millionen auch noch ja. Obwohl sie 9 Millionen haben wollten. Bei uns ist er dann essentieller Stammspieler. 25.000, 4 Jahre. Kommt zu uns, kommt zum deutschen Meister. Ja, wir haben momentan Probleme in der Elf. Patrick Roberts, der wäre natürlich ein richtig geiler Spieler für uns. Am besten noch vor dem nächsten Spieltag. Ja.
Shit, den haben wir nicht mehr vor dem Spieltag bekommen. Das ist natürlich schade ist. Jojic, nein, nein. Komm, ich will Jojic noch gucken. Liga, da brauche ich gar... Ach, wobei, komm. Krieg ich wahrscheinlich so schneller. Da. Bei Dortmund. Das ist aber auch ganz schön stark. Oh, seht euch das an. Den könnten wir sogar gratis bekommen. Für die nächste Saison. Das ist doch nicht schlecht. Wie sieht's aus mit unseren Leuten? Ja, unsere Innenverteidigung spielt momentan nicht gut. Vielleicht liegt das auch an der Spielweise und nicht daran, wie die Leute bei uns sind. Wolfsburg kriegt hier eine 2-0-Klatsche ab. Und die holen sich von Real Madrid Muric, die Bayern. Gefährlich auf jeden Fall. Also wir haben den ersten Spieltag nicht geil gespielt. Wir müssen natürlich hart zulegen. Können ja mal in den Teambericht nochmal reinschauen, reinschnuppern. Er hat das super gemacht, ehrlich. 8,0, ganz klar verdient, Martell. Die beiden sind dürftig am Spielen. Pumpen noch nicht, Gaia pumpt schon. Zedalim hat schon, der hat aber auch nur eine 5,0 am ersten Spieltag gemacht. Zungu, Gnabry eine 6,1, ja. Ohne Gegentor, er ist halt ausgewechselt worden, bevor es passiert ist. Paco Alcácer, der pumpt schon richtig übel durch, ja. Ihr seht das halt. Er ist halt wirklich dribbeltechnisch nicht ganz unterschiedlich, aber halt schusstechnisch, ne? Er hat so viel Effi. Ja, momentan ist es halt so, Paco und die beiden werden halt beide von uns noch zusammen eingesetzt. Ja, wie ihr das halt noch wollt, können die halt noch zusammen einsetzen. Muss hier nur einmal rotieren. Würde gerne noch einen Stürmer mitnehmen, und zwar den guten Finne. Ja, weil sonst haben wir ja keine Auswechselmöglichkeiten mehr so. Damit wir dann theoretisch noch einen Stürmer einwechseln können, wenn es denn sein müsste. Ja, das Problem an Paco Alcácer ist natürlich, der rennt und rennt und rennt und das kostet viel, viel, viel Ausdauer. So, an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Lefkara, auf Legende am Dienstag gegen Dortmund. Ein 1:1, ein spannendes Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir morgen gegen Stuttgart, die haben die ersten 3 Punkte schon geholt, morgen gegen Stuttgart eine bessere Leistung bringen können. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch schreiben, wie wir denn unsere Aufstellung denn in Betracht ziehen könnten. Ich bin eigentlich ganz, ja, mit Paco bin ich ganz zufrieden, auch wenn er heute nicht gut gespielt hat, eigentlich. Er war aber trotzdem stark. Ich fand, er war stärker wie Mitrovic. Stärker als, ja. Aber wie gesagt, an der Stelle verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns morgen dann wieder bei FIFA 15 gegen Stuttgart. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich kriegen wir Patrick Roberts. Haut's rein. Ciao, ciao!